Hallo zusammen und willkommen zurück bei Dead Frontier 2. In der letzten Folge haben wir ja dieses riesengroße Haus erforscht und ausgeräumt und das alles war nur für einen Auftrag. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal wieder, ein paar mehr Aufträge. Eigentlich sollten es nur zwei sein. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Na egal, auf jeden Fall wollte ich die Aufträge hier in Ravenwall Heights machen, weil da habe ich zwei Aufträge angenommen. Die liegen in der gleichen Region. Und ich würde sagen, die schließen wir ab. Dann können wir heute vielleicht mal ein bisschen Fortschritt machen. Und hoffentlich finden wir noch mal ein paar coole Sachen. Also auf geht's. Oh, es schneit. Cool. Also doch ein paar andere Wettereffekte. Es hat geregnet. Wir hatten diese Orange. Keine Ahnung, dieses orange Wetter, ich denke, durch den Staub oder irgendwas, keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen egal. Aber guck mal, hier oben haben wir jetzt sogar drei Aufträge, direkt in der Nähe. Ich würde sagen, wir fangen dann mit dem hier an. Sweet Residence. Setzen wir uns den Wegpunkt und laufen mal los. Auf geht's. Hier oben waren wir auch noch nicht, ne? In die Richtung sind wir noch nicht gelaufen. Ich bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Journey Dawn Inn. Journey Stop Inn. Okay. Aber so gefällt es mir im Winter, muss ich ehrlich sagen. Da sieht man mal ein bisschen mehr. Das ist cool. Es ist nicht ganz so dunkel, obwohl diese Dunkelheit bei dem Spiel ja doch viel ausmacht für die Atmosphäre und so weiter. Okay, da ist die Sweet Residence und guck mal, was mich da verfolgt. Keine Ahnung, was das für ein Kollege ist. Vielleicht bin ich hier noch ein bisschen zu früh. Ich weiß es nicht, Mann, der ist sauschnell. Ich habe meine... Ah, mein Gott, ich muss hier kurz rein. Ich muss unbedingt das Gewehr ausrüsten. Scroom and Oil PLC, okay. War... Ist der jetzt... Ach du Scheiße! Ist der jetzt auch hier reingekommen oder war der hier drin? Ich habe keine Ahnung. Na, das ist ja schon mal ein super Start, ey. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier so eine Action ist. Der verfolgt mich. Ich komme nicht weg von dem. Scheiße. Der tötet mich. Der tötet mich. Eiskalt. Scheiße. Verbandszeug. Zu spät. Doch nicht, ich lebe noch. Kann ich hier rein? Ach du Scheiße, Mann. Ich bin so gut wie tot. Dass der mir hinterherkommt, ne? Ich muss unbedingt weg. Nee, das ist die falsche Richtung. Ich muss die Straße... Der ist auch schneller als ich. Oh Mann. Ich hoffe, ich schaff's wieder zurück. Wenigstens zur Polizeistation. Da bin ich sicher, ich kann mir nochmal Medizin holen und vor allem kann ich mich entsprechend ausrüsten. Zeig mal. Wir sind gleich da. Oh Mann. Okay, es wird auf jeden Fall interessanter. Nicht immer die gleichen Zombies. Und der hat schon echt was drauf. Wenn man unvorbereitet kommt, natürlich. Der verfolgt mich auch. Wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit.
Da ist das Police Department. Schnell. Ist doch irgendwie cool, dass jetzt alles schwarz-weiß geworden ist, ne? Okay, komm schnell hier rein. Ich hoffe, da folgt er mir nicht. Oh Mann. Sehr guter Anfang. Ihr Account-Inventar, sag ich mal. Medizin. Brandsalbe brauchen wir nicht zum Inventar. Pflaster. Das heilt mich ja nicht. Hier, wir nehmen eine Sanitätertasche. Pass mal auf. Die benutzen wir jetzt gleich mal. Dem Tod nahe. Oh. Wo ist die Sanitätertasche? Hier, benutzen. Perfekt. Jetzt holen wir nochmal kurz. Nicht Munition, sondern nochmal Medizin. Wir nehmen die drei Schmerztabletten mit. Ja. Das sollte reichen. So, pass mal auf. Und damit wir jetzt ordentlich ausgerüstet sind, nehmen wir gleich mal das Gewehr. Genau, da haben wir nämlich genug Munition. Ja. Ja, oder? Komm, nehmen wir noch das Kantholz für die Kleinen. So. Jetzt aber. Auf geht's. Ich hoffe, der lässt mich diesmal in Ruhe oder ich sehe ihn früher. Also, den ganzen Weg wieder zurück. So, da vorne haben wir wieder die Sweet Residence, unser erstes Ziel. Und ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Hier kann man gerade nichts looten. Dieser Riese ist weg. Das ist schon mal gut. Okay, das hier scheint nicht ganz so groß zu sein. Gehen wir mal rein. Oh, was uns hier wohl erwartet. Guck mal, den können wir doch vielleicht gleich mit so einer Schleichattacke platt machen, oder? Perfekt. Den hauen wir auch um. Weg mit dir. Sehr schön. Das lief doch schon mal besser. Dosenfleisch, das können wir erstmal mitnehmen. Hier können wir auch mitnehmen. Alles klar, warte mal, die Karte. Drei Tore wollte ich gerade sagen. Okay. Der wacht bestimmt gleich auf, ne? Wenn wir schleichen, dann können wir diesen Raum vielleicht looten, ohne dass wir den platt machen müssen. Kondensmilch nehmen wir mit. Hier war nichts mehr drin. Okay, das scheint leer zu sein hier. Gut. Können wir den von hinten platt machen? Ich weiß, es ist nur der eine. Da können wir looten, da können wir looten. Ah, hat uns gesehen. Egal. Komm her. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Oh, wer bist du? Ja, jetzt wäre halt die Pistole cool, ne? Nochmal nachladen. Das finde ich ein bisschen komisch. Dass da nicht gleich Kugeln im Magazin sind. So, rüsten wir das erstmal so aus. Wein nehmen wir mit, immer gut. Ich glaube, Wein bringt nämlich Nahrung und hier Hydrierung, Energie und Wasser. Das ist schon mal ganz gut.
Aber irgendwie hätte ich doch ganz gerne noch das Kantholz. Ah. So, jetzt. Eine Tür gibt es hier unten noch, danach müssen wir nach oben. Ach, guck mal, der lebt noch, der Owen, oder was? Zeig mal. Danke, dass du extra den ganzen Weg hierher gekommen bist. Aber ich habe nicht vor, demnächst zurückzugehen. Die Dinge zwischen Daniela und mir sind kompliziert. Du kannst gerne Bescheid geben, dass ich okay bin. Aber erstmal gehe ich alleine weiter. Alles klar, freut mich, dass du noch lebst, Kumpel. Looten wir hier alles? Hä? Ah, jetzt. Verzierter Schlüssel. Oh, geil. Gibt es denn hier so eine verschlossene Tür? Das wäre ja super. Brandsalbe haben wir eigentlich genug, ne? Aber hey, nehmen wir es einfach mal mit. Wir haben den gleichen Bart. Laden wir noch mal kurz nach. Jupp. Alles klar. Ist ja auch egal. Weiter geht's. So, da wir jetzt den Schlüssel gefunden haben, würde ich doch ganz gerne noch nach oben gehen. Guck mal, da ist auch schon geil. Also da ist schon die Tür. Dosensuppe nehmen wir. Müssen wir eigentlich was essen? Wir könnten Wasser gebrauchen. Komm, nehmen wir das. Sehr schön. Noch kein Skillpunkt. Ah, hier ist auch so eine Fragezeichentür. Bevor wir da reingehen, rüsten wir aber das. Hier geht's noch höher. Rüsten wir aber noch das Gewehr aus. Zwei Schuss, perfekt. Was will man mehr? Schokolade nehmen wir mit. Oh, wo kommst du denn her? Naja, ein Skill, den ich noch ganz gerne erlernen würde, ist, glaube ich, Packesel oder so. Hey, noch einer. Weil wir haben ja letztes Mal schon gesehen, als wir in dem großen Haus waren, nach einer Zeit. Ach du Scheiße. Nach einer Zeit konnten wir einfach nichts mehr tragen. Und ein bisschen mehr Platz im Inventar wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, pass mal auf. Sicherheitshalber nehmen wir das noch. Wollte eigentlich erst nachladen. Weg mit dir. So. Perfekt. Seltene Greening Gel, ah, das habe ich doch schon. Das Gewehr habe ich doch. So. Warte mal, was haben die denn hier? Minus 10 Blutungsrisiko, plus 10 Schaden, 10 Funsche aus Waffen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Nee, ich glaube, ich behalte erstmal das, was ich hab, ne? Obwohl Schaden versus Menschen, das bringt mir nichts. Ich kill ja Zombies, ich spiele ja kein PvP oder so. Komm her, rüsten wir das Ding aus. So, laden wir nochmal alle nach. Habe ich jetzt auch die richtige? Ja, sehr gut. Okay. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Ist das da hinten der Kollege? Nee, ich glaube nicht. Nice, ein Schuss.
Doch, das war der schon. Ach, das ging aber schnell. Also diese Gewehre, die sind echt gut. Guck, hier ist er. Können wir gleich mal looten, den Kollegen. Seltene Sandalen. Ja, ich glaube, ich laufe ja auch immer noch barfuß rum, ne? Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Oh. Ruhe. So, perfekt. Ich muss meine Schlappen checken. Seltene Sandalen. Trittschaden. Trittbetäubungsdauer, Geschwindigkeit beim Gehen. Okay, ja, ziehen wir an. Besser als nix. Sehr gut. Jetzt rüsten wir aber nochmal kurz das Kantholz aus. Ja, Kantholz und Pistole, perfekt. Gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Ich glaube nicht. Nee. Nein, das war's. Den lassen wir in Ruhe. Und jetzt gehen wir noch nach ganz oben. Wow. Jetzt reicht's aber. Das benutzen wir gleich mal. Ja, genau. Perfekt. Die Diätlimo. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter zur nächsten Aufgabe. Hier raus. Bevor wir auf die Straße gehen, ne? Rüsten wir aber erst wieder das Gewehr aus. Ask later. So, und da sind wir auch schon. Starring Media LLC. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir da reinkommen. Ach, hier ist schon die Tür. Oder? Nee. Hier vielleicht? Ah ja, perfekt. Ah, er hat uns gesehen. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein Riesengebäude. Whisky nehmen wir mit. Energy Drink, weißt du was? Den können wir uns gleich mal reinziehen. Genau, weil da kriegen wir noch ein bisschen diese Koffeinflash oder wie das heißt. Gewehrmunition, perfekt, genau das, was wir brauchen. Goldener Schlüssel, was müssen wir hier eigentlich genau machen? Halt's und kille dort alle Untoten.
Ah, hier müssen wir alle umbringen. 5 von 56. Oh. Ja, das kann ein bisschen dauern. Okay. Challenge accepted. Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir mit. Auspuff. Lebst du? Nein. Sagen wir hier, der liegt hier schon ein bisschen länger, so wie es aussieht. Ach, goldener Schlüssel. Sehr schön. Pass mal auf, dann machen wir die Tür gleich, bevor wir es vergessen. Aber wir rüsten vorsichtshalber gleich das Gewehr hier aus. Wer weiß, was da hinter der Tür auf uns wartet. Weil wenn man alle Zombies töten muss, dann ist hier bestimmt irgendwo ein Dicker dabei. Oder auch nicht. Schon wieder so eine. Fuel Chance, plus 12 Gesundheit. Das ist gut. Plus 6 Schaden gegen... Ja, ja. Die ist gut. Nein, mein Inventar ist voll. Oh, die will ich aber haben. Das war ein richtig gutes Gewehr. Glaube ich. Was können wir denn gebrauchen? Dosenfleisch ziehen wir uns mal rein. Ja, mit der Dosensuppe warten wir noch. Komm her. So, perfekt. Pass mal auf. Und die rüsten wir gleich aus. Rostiger Schlüssel. Also gibt es noch so eine Tür. Ja, man muss halt reingucken, ne? Wer weiß, was da drin ist. Kann ja sein, dass man auch richtig geile Sachen findet. Wie viel haben wir jetzt eigentlich getötet? 15. Oh. Okay, das war easy. Gewehrmunition nehme ich halt echt gerne mit. Kann ich super gut gebrauchen. Noch mehr? Geht es hier noch irgendwo anders raus? Nein. So, auf diesem Stockwerk sind wir fertig, oder? Nee, hier ist noch eine Tür. Die zwei Schuss hätten noch gereicht. Aber egal, besser einmal zu viel nachladen, als nachher keine Munition mehr. Gut, siehst du, und da haben wir doch gleich wieder was gefunden. Perfekt. Fangen wir hier hinten an. Uff, das sieht natürlich auch super aus. Da hat einer Hunger, ha? So, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das ist schon mal gut. Hier war aber, glaube ich, noch eine Tür. Ja, und zwar hier hinten die. Da wir alle killen müssen, nehme ich den gleich mit. Ich finde es super, wenn sie von alleine kommen und ich sie nicht suchen muss. Hier kann man auch schon wieder so unglaublich viel looten, ne? Ein Spritzventil brauche ich nicht. Na, ja, brauche ich auch nicht. Okay, das waren auch nochmal 3. Zeig mal, wie viel haben wir jetzt? 38. Na also, wir machen Fortschritt. Oh, hey. Miss 39. Guck mal, Mr. oder Mrs. 40 kommt gleich auch noch. Oh, Bier, das trinken wir gleich. Sehr schön. Läuft, aber ich habe hier immer noch so einen Schlüssel, ne? Alter oder rostiger Schlüssel oder irgendwie sowas. Okay, da sind wir. Hier haben wir gleich zwei Kollegen. Oh, daneben geschossen.
Ach, guck mal. Oh. Ich wollte gerade sagen, guck mal, da geht's noch weiter hoch. Und dann kommt der Dicke da an. Oh, oh. Da, rostiger Schlüssel. Da müssen wir hin. Mist. Was ein Kampf, ey. Hoffentlich hat er was Gutes fallen lassen. Seltenes T-Shirt. Und mein Inventar ist wieder voll. So, seltenes T-Shirt. Jetzt können wir es aber mitnehmen. Jetzt gucken wir uns mal kurz an. Resistenz gegen... -6% erlittener Schaden. 12 Energie. Nein, das, was ich habe, gefällt mir besser. Aber wo wir gerade dabei sind, wir müssten doch jetzt so langsam mal 56 getötet haben, ne? Ja, schon 62. Gut, dann hauen wir hier jetzt nämlich gleich ab. Ich will mir nur noch dieses eine Zimmer angucken. Puh, erwischt. Also der Orangensaft, der hat echt super Werte, ne? Nehmen wir die Schokolade. Schon wieder seltene Sandalen. Okay, komm, die gucken wir uns jetzt noch kurz an. -1, +7 beim Gehen, -4 Schrittgeräusche, Cooldown. Ne, mir gefallen die, die ich habe, besser. So, da wir ja die Mission hier geschafft haben, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich gebe die Mission im Police Department ab. Das sind ja zwei. Und danach würde ich sagen, machen wir noch die andere, die wir hier haben in Raven Hills. Irgendwas war hier ja noch in der Nähe. Also von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!